Ja, wir hatten jetzt schon einige ganz ordentliche erste Halbzeiten, wo wir dann mehrfach 3-0 geführt haben. Ich glaube, die erste Halbzeit hat dann aber schon auch nochmal alles getoppt. Ja, mit 4-0 in die Halbzeit zu gehen, das kommt nicht alle Tage vor. Wie so häufig bei Auswärtsspielen war aber dann jetzt nicht irgendwie das zu erahnen, dass wir das 1-0 dann auch erzwingen, sondern es war dann schon auch eine Aktion, wo die Qualität eines einzelnen Spielers uns auf die Siegerstraße gebracht hat. Und das ist oftmals der Dosenöffner, deswegen tun wir uns aktuell auswärts leichter, weil wir es zu Hause nicht schaffen, das 1-0 zu erzielen. Und ja, wie es dann so ist, wenn das Spiel 4-0 zur Halbzeit steht, ist es normalerweise entschieden. Und dennoch, der Fußball ist verrückt und das haben wir heute wieder gesehen. Ja, mit dem Doppelschlag zum 1-4 und 2-4 ging es nur noch dann ums Überleben. Ich hatte auch jetzt nicht das Gefühl, dass das zu Beginn der zweiten Halbzeit in dieser Richtung gehen würde. Aber mit so einer Doppelaktion schwimmst du dann nur noch, kämpfst ums Überleben. Und das haben wir glücklicherweise dann auch geschafft, weil der KSC doch die eine oder andere Aktion hat noch liegen lassen. Über 90 Minuten, glaube ich, gehen wir schon auch nicht als unverdienter Sieger vom Feld. Aber zwei Dinge, die ich heute mitnehme. Zum einen, wir sind keine Spitzenmannschaft, zumindest noch nicht. Und zum anderen, der Kopf ist wichtiger als die Beine. Ja, dem KSC und Eichel natürlich weiterhin alles Gute. Es war ein tolles Gefühl, mal wieder in der Heimat zu sein. Und bis bald. Tschüss. Vielen Dank, Christian. Wie fällt dein Fazit heute aus? Ja, zunächst mal, Luki, Glückwunsch an deine Jungs und an dich zum verdienten Sieg hier in Karlsruhe. Ich greife mal dein letztes Wort auf oder deine letzten Sätze auf. Ich glaube, man hat zwei grundverschiedene Halbzeiten gesehen. In der ersten Halbzeit haben meine Jungs, glaube ich, extrem lange vom Kopf in die Beine gebraucht. Bis das unten ankam, was wir machen müssen, war der Gegner schon über alle Berge. Wir sind sehr, sehr schwer ins Spiel gekommen, bekommen dennoch das hat Luki richtigerweise angesprochen, das erste Tor, so ein bisschen haben wir es schon geklärt und dann kommt eine unfassbar gute Qualität vom Torschützen, der das Ding drüber lupft und dann mit dem rechten Dropkick, glaube ich, dann abserviert 0-1 und dann ist es gegen Paderborn schon fast so ein bisschen ein kleines Todesurteil, weil du natürlich als Heimmannschaft gezwungen bist, weiterhin vorne zu attackieren. Die Grundidee war, ab und an dem Gegner auch mal die Kugel zu lassen. Das war damit dann auch gänzlich erledigt. Und ja, das zweite Tor sinnbildlich viel zu langsam im Kopf nach dem Eckball und auf der anderen Seite diese Leichtigkeit bei Michel aktuell, dem die Bälle dann auch in dieser Klarheit dann wieder unter die Latte zu hauen. Und ja, dann kommt so ein bisschen eins zum anderen. Du möchtest als Spieler reagieren, du möchtest in die Zweikämpfe kommen, machst dann meistens aber die falsche Aktion und kommst immer wieder einen Schritt zu spät. Ich glaube, das dritte Tor war da für uns sinnbildlich. Gerade vor diesen Aktionen haben wir gewarnt und waren auch mehr als gewarnt. Aber du kannst es in so einem Moment nicht verhindern. Das ist wahrscheinlich für draußen relativ schwer zu akzeptieren. Das muss man dann selber schon mal erlebt haben. Da bist du relativ machtlos in dem Moment. In der Pause ging es dann einfach darum, ein Zeichen zu setzen für das Publikum, eine sehr, sehr wichtige Halbzeit dann auch an die Mannschaft zu geben, die da vor uns liegt. Da ging es nicht mehr darum, grundsätzlich jetzt mal von vornherein irgendein Märchen zu erzählen, dass es in 20 Minuten 4-4 stehen wird, sondern mit einer Klarheit, mit einer Einfachheit wieder zurück ins Spiel zu finden und im Optimalfall diese Halbzeit zu gewinnen. Und ja, Luki hat es angesprochen, es war jetzt in den ersten 5-6 Minuten jetzt nicht direkt zu erahnen, dass das nochmal so wild werden kann. Aber man sieht im Fußball, dass das eine Aktion so ein Stadion wieder zum Kochen bringen kann. Wir hatten vorher schon die Aktion mit Kjong, mit dem Pfosten. War dann, glaube ich, nicht ganz unverdient in der Phase, das 1-4 und das 2-4. Ja, und trotzdem, und da komme ich dann wieder zu meinen Anfangssätzen zurück, auf einmal ist der Kopf da, aber auf einmal sind die Beine wieder da. Und deshalb ist der Kopf schon eminent wichtig für so ein Fußballspiel nach der Woche von der Mannschaft. Und trotzdem hat es an dem Tag dann mit dem Elfmeter, der dann nochmal zurückgenommen wurde, wenn man da das 3-4 machen, glaube ich, wird es nochmal wilder. Das hat an dem Tag nicht sein sollen. Dazu war die erste Halbzeit zu schwach. Und dennoch in Summe war die Reaktion der Mannschaft extrem wichtig heute. Das Publikum hat das fantastisch honoriert. Darauf ist es angekommen in der zweiten Halbzeit und ich glaube, dafür sind wir in Karlsruhe ja alle bekannt, dass wir erst geschlagen sind, wenn wir vom Hof sind.
Und mit diesem Publikum war in dem Fall noch einiges möglich. Dennoch ist es jetzt gut, dass wir morgen einen Tag mal komplett runterfahren, den Dienstag uns auch alle mal komplett aus dem Weg gehen. Das war emotional schon eine extreme Woche für die Jungs. Und ab Mittwoch werden wir uns dann auf den HSV vorbereiten und da werden wir zurückkommen. Dankeschön. Luki, euch, sorry, an der Stelle noch alles Gute und gute Heimfahrt. Und werden wir mal in einem halben Jahr darüber diskutieren, was eine Spitzenmannschaft bedeutet. Ja, dann vielen Dank. Die Medienvertreter im Stadion durften ihre Fragen auch schriftlich einreichen, Corona-bedingt. Für die Fragen aus Paderborn würde ich an den Kollegen Matthias Hack geben. Ja, vielen Dank, Flo. Ich habe Fragen von Frank Beinecke, Neue Westfälische, an dich, Lukas. Wie hoch war Ihr Blutdruck ab dem 2:4 und hätten Sie gedacht, dass es noch einmal eng werden könnte? Naja, in der Halbzeitpause erstmal nicht, aber mit dem 2:4 weißt du, dass es, wie gesagt, nur noch ums Überleben geht und dann hast du auch ganz, ganz wenig Einfluss auf die Mannschaft. Du kannst natürlich mit Wechseln reagieren und dennoch ist es für die Spieler, ohne sie in Schutz zu nehmen, aber wenn du wechselst, dann hyperventilierst du dann in so Phasen des Spiels und bist dann die ganze Zeit am Hinterherlaufen. Die Jungs wollen ja dann, aber du hast keinen Zugriff und dann war man froh tatsächlich. Ich glaube, dass dieser zurückgenommene Elfmeter, und ich habe immer über den VAR geflucht, in dem Fall war es wirklich ein extrem wichtiger, nicht gegebener Elfmeter, denn sonst bin ich mir nicht sicher, ob wir hier als Sieger vom Platz gegangen wären. Was lässt sich noch über Sven Michel sagen, was wir noch nicht gesagt und noch nicht geschrieben haben? Ach, nichts. Es ist wirklich alles Superlative jetzt dann auch aufgebraucht und er weiß das einzuordnen. Er gibt ja weiterhin Gas und das ist ja das Schöne. Er ist Teil der Mannschaft. Er ist das Tüpfelchen auf dem I aktuell und schön, so einen Spieler in der Mannschaft zu haben. Und jetzt nach dem Dreierpack hoffe ich, dass er zu Hause auch nachlegen kann. Wie beurteilen Sie die Leistung von Julian Justwahn? Ja, war sicherlich der Unterschiedsspieler in der ersten Halbzeit zusammen mit Sven, weil er einen genialen linken Fuß hat und dann der Rechte heute auch mal funktioniert hat. Und deswegen, klar, wunderbar, freut mich für ihn. Er hatte zu Beginn der Saison es nicht ganz so einfach bei mir, aber er hat sich einfach reingebissen und ist aktuell jetzt nicht aus der Mannschaft wegzudenken. Kelvin Ofori feierte ein überraschendes Startelfdebüt. Was haben Sie sich für ihn, warum haben Sie sich für ihn entschieden und wie zufrieden sind Sie mit seiner Leistung? Ja, die Überlegung war, dass der KSC im zentralen Bereich, egal, weiß ja die Aufstellung vorher nicht, aber dass sie mit Breithaupt, Gondorf, Wanicek schon auch gute Fußballer haben. Aber jetzt, ich nehme dann immer das Wort Mörder dazu, verwende das dafür. Also keine brutal harten Sechser und er mit seinen Haken kann da dem Gegner wehtun. Und das war so die Idee dahinter und ich war natürlich schon auch zufrieden. Ich habe keine Wunderdinge von ihm erwartet und man darf nicht vergessen, der Junge ist extrem jung und war jetzt sein Startelfdebüt bei uns. Ich habe jetzt nicht so viele Dinge gesehen, die mir nicht gefallen haben. Ja, kommen wir zur letzten Frage. Gibt es schon eine erste Diagnose, was Uwe Hünemeyer betrifft? Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, aber der Zinken sieht jetzt noch schlimmer aus als vorher. Ja, ich gehe davon aus, dass er gebrochen ist. Ja, kann man schon, glaube ich, so sagen. Er blutet weiterhin und dennoch, auch er feiert jetzt hoffentlich den Sieg in der Kabine. Ja. Dann übernehme ich wieder mit den restlichen Fragen an Christian Eichner. Udo Koller möchte wissen, wie viel hatte die Gondorf-Auswechslung mit der Motz-Attacke, mit dem Frustfoul oder mit der gelben Karte vor der Pause zu tun? Ja, das sah, glaube ich, draußen noch schlimmer aus, als wir es dann, glaube ich, unten dann auch immer erleben. Diego ist ein Spieler, der dann auch in so einem Moment einfach mal wahrscheinlich für sich einen Reiz setzen will, für die Mannschaft einen Reiz setzen will. Ich glaube, dass wir das einfach in der ersten Halbzeit, wir sind gar nicht zum Reize setzen gekommen. Und ja, nochmal, er hat eine gelbe Karte gehabt und wir haben am Samstag wieder ein wichtiges Spiel und deswegen habe ich ihn einfach für den zweiten Stürmer dann rausgenommen. Die Fragen von Marius Bücher hast du gerade größtenteils schon angerissen. Ich stelle sie trotzdem nochmal chronologisch. Welche Rolle hat das Spiel am Mittwoch für die Leistung in der ersten Halbzeit gespielt? Ja, im Nachgang ist man, wie bei allen Entscheidungen im Leben, immer schlauer.
Wir hatten schon die Hoffnung, dass die Jungs diesen Schwung mitnehmen, dass sie diese Euphorie so ein bisschen in unser Stadion mitnehmen, ein paar ordentliche Ballgewinne erzielen können, in den ersten Minuten auch die ein oder andere Aktion im gegnerischen Strafraum heraufzubeschwören. Aber es hat sich nach 4-5 Minuten schon so ein bisschen angedeutet, dass wir immer so ein, zwei Schritte, vor allem auch gedanklich, zu spät kommen. Und ja, man hat dann schon gesehen, dann musst du über so einen Punkt rüberkommen nach so einem Spiel, um selbst ins Spiel zu finden. Das hat dann die zweite Halbzeit gezeigt. Du brauchst dann dazu aber auch gelungene Aktionen. Also das ist nicht von alleine da. Und das hat uns in der ersten Halbzeit komplett gefehlt, weil dann wären wir vielleicht da schon ein bisschen eher Teilnehmer dieses Fußballspiels geworden. Wo lagen die Schwerpunkte deiner Halbzeitansprache? Ja, in einer gewissen Ruhe auszustrahlen. Ich habe das draußen schon mal gesagt. Wir haben mit dieser Mannschaft jetzt extrem viel auf den Weg gebracht die letzten Monate. Die Jungs haben tolle Dinge erreicht. Und das ist im Fußball ja ein Spiegelbild von sonstigen Dingen, dass du ja in guten Zeiten ist es immer relativ einfach, die Musikbox anzumachen und zu feiern und glücklich zu sein, egal ob das Fußballplatz oder außerhalb auch ist. Wichtig ist es, und dafür steht diese Mannschaft auch in Situationen, in denen es mal nicht so rund läuft, und das war sicherlich einer der schwersten Momente bisher in unserem Zusammenleben, und da gilt es jetzt füreinander da zu sein und auch dem einen oder anderen zu helfen, ins Spiel zu kommen und sich selbst zu helfen, und das haben sie wirklich dann auch in der zweiten Halbzeit sehr, sehr anständig gemacht und auch gezeigt, warum sie zu Recht als Mannschaft bezeichnet werden. Und abschließend, wie beurteilst du die Szene zum vermeintlichen Elfmeter mit Marvin Wanicek? Habe ich bisher noch nicht gesehen. Es gibt so inzwischen ein paar Entscheidungen, die sind ganz gut begründet. Die hatten wir jetzt schon ein, zwei Mal, wenn der Kontakt jetzt nicht aktiv vom Gegenspieler gesucht wird und er vielleicht eher von dem Offensivspieler gesucht wird, dann schauen sie sich das nochmal an oder pfeifen es erst gar nicht. So war die Argumentation in meine Richtung. Ich habe ihn jetzt nicht gesehen, aber wir hätten ihn sicherlich gebraucht, um nochmal komplett zurückzukommen. Das hat aber heute nicht sein sollen. Und ich glaube, wir haben andere Dinge heute nicht gut gemacht, als uns über diese Entscheidung dann auch aufzuregen.